Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Oberhausen in Rot, Paderborn in Dunkel. Und damit beginnt diese Partie am 17. Spieltag der Regionalliga West hier im Stadion Niederrhein. Euch viel Spaß bei dieser Übertragung von Sport Total TV. Montag. Rexa hat Freiraum gegen Bravo Sanchez. Die Flanke! In der Mitte Moritz Stoppelkamp. Der Kopfball geht jedoch drüber. Wir sehen es im Replay hier bei Sport Total. Rexa zu Stoppelkamp. Pleiten, Pech und Pannen. Häufig zumindest. Montag. Dann nochmal den Ball reingebracht. Und das 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Michael Niemeyer staubt dann am zweiten Pfosten ab. Die Flanke rutscht einmal durch den Fünfer durch nach dem Einwurf von Montag. Rexa bringt den rein. Ezequiel kommt nicht dran, aber der Linksaußen. Er bringt den Ball über die Linie. Die Führung für Rot-Weiß Oberhausen. In der Vorwoche der 5:2-Erfolg gegen Wegberg Beek. Vielleicht gibt es den zweiten Sieg in Folge. Das würde natürlich auch der Fanseele gut tun. Und dieser Schuss testet Arne Schulz aus der zweiten Reihe. Wird der 20-jährige Schlussmann geprüft. Die Kopfballabwehr. Und dann der Versuch von Christian Merz. Gegenstoßversuch. Zambrano! Verzieht leicht. Da hatte Bravo Sanchez gelauert, hat aber den Ball nicht erhalten. Rexa mit der Hacke. Njombo. Geht zunächst selbst ins Dribbling. Ist damit auch erfolgreich. Niemeyer. Njombo. Oh! 2:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Niemeyer legt nochmal zurück zum Mittelfeldspieler. Und der schießt ins Netz und damit ins Glück für die Kleeblätter. Das zweite Paderborn ausgekontert. Freude bei Oberhausen. Nur 4 gelbe Karten pro Partie. Aber natürlich müssen da auch dann alle Akteure auf dem Rasen mitspielen. Wenn hart zur Sache gegangen wird und unfair, dann ist dann auch der Offizielle gefragt. Weiß er selber. Und das wird ein ganz, ganz krummes Ding. Ezequiel buxiert den rein. Martin Enz passt da nicht auf. Der Aushilfsstürmer geht nach. 3:0 Rot-Weiß Oberhausen. Und das verbuchen wir mal unter ganz, ganz krummes Ding. Martin Enz hatte da den Ball. Arne Schulz macht sich bereit quasi, um den Rückpass zu erhalten. Aber Cottrell Ezequiel setzt nach. Viertes Saisontor für den 2 Meter und 2 Mann. Cottrell! Der neue Spielstand. Also, Cottrell Ezequiel mit seinem Tor hat auch in der Vorwoche gegen Wegberg Beek getroffen und es geht weiter. Niemeyer! Flanke! Rexa! Fast das 4:0. Arne Schulz pariert und klärt zur Ecke. Niemeyer mit der Flanke. Rexa ungedeckt. Menzing. Mit der Reingabe. Kopfballversuch, der kommt in diesem Fall vom eingewechselten Florian Wendt.
Ball in der Innenverteidigung spielt. Raus auf die linke Seite. Mensing bleibt hängen. Oberhausen versucht den Gegenstoß. Rexer bleibt hängen. Floto. Mit dem Ball. Und der ist gefährlich. Das 1:3. Floto. Querpass zu Adrian Bravo Sanchez. Das vierte Saisontor für Bravo Sanchez. Rutscht Robin Benz durch. Paderborn kam etwas zielstrebiger aus der Kabine und nach 52 Minuten verkürzen die Ostwestfalen auf 1:3. Mit dem Ball in die Mitte. Die kurze Ablage. Und da eine Sequem gegen Kevin Krumme. Kann sich nicht durchsetzen. Kurze Proteste. Derweil läuft der Gegenstoß. Floto mit der Möglichkeit. Und er scheitert an Robin Benz. Glanzparade vom Schlussmann von Rot-Weiß Oberhausen, der hier den Anschlusstreffer für die Gäste aus Ostwestfalen verhindert. Floto war durch. Hatte Stappmann überlaufen. Floto macht das Ganze breit. Paderborn hat im Strafraum drei Spieler stehen. Der Ball kommt zu Floto. Verpasst das Gehäuse von Robin Benz. Hereingabe. Und das ist dann die Entscheidung. Das 4:1 für Rot-Weiß Oberhausen. Die Ecke hereingebracht von Merz. Wenn wir draufblicken, müsste Tobias Boche gewesen sein, wenn ich richtig erkannt habe. Damit Rot-Weiß-Oberhaus mit 4 in Front, 4:1. Nach einer etwas dürftigen zweiten Halbzeit. Trotzdem, die 3 Punkte bleiben hier im Stadion Niederrhein. Tobias Boche mit seinem 3. Saisontor. Paderborn nach 3 Remis in Folge bleibt hier bei einer Niederlage. Vega Zambrano! Ball noch von der Linie gekratzt. Benz war bereits geschlagen. Aber Rot-Weiß Oberhausen lässt den zweiten Treffer nicht zu. Gibt es das 5:1. Öztürk! Starker Kopfball vom Abwehrroutinier. Tanju Öztürk, knapp drüber, es bleibt beim 4:1. Isikwem als Aushilfsstürmer wirkt da momentan um einiges gefährlicher. Sven Kreier ist in der kommenden Woche wieder mit dabei. Heute hat er zugesehen, wie ihr alle zugeschaut habt, wie Rot-Weiß Oberhausen mit 4:1 gewinnt gegen die U21 vom SC Paderborn. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.